Yo, Gang, David am Start hier für euch. Ihr wisst wahrscheinlich, was ein High-Performer-Dasein voraussetzt. Ein BWL-Studium. Und dazu gibt es auf TikTok fantastischen Content. Man erfährt zum Beispiel, wie man als BWL-Student der lästigen Kragenpflicht entkommen kann. Und zwar gibt es keine Kragenpflicht, wenn ihr dafür den Reiter auf anderen Kleidungsstücken habt. Denn jeder BWL-Student weiß, ohne das Pferd auf der Brust habe ich auf dich keine Lust. Wir wären natürlich nicht auf TikTok, wenn es nicht auch krasse BWL-Songs geben würde. Ja, ja. Mein Idol Christian Lindner, FDP. Und selbstverständlich auch richtig motivierende Ansprachen. Du musst dich ja nur ein paar Jahre im Studium anstrengen und dann kannst du direkt ein viel, viel besseres Leben haben. Es geht aber auch um die Probleme der angehenden Top 0,1%. Denn das Leben als BWL-Student und zukünftiger High-Performer ist nicht immer leicht. Manchmal beschweren sich auch Leute, dass irgendwie so ein Investmentbanker oder so ein Berater schon mit Mitte 20 ein sechsstelliges Jahresgehalt verdienen kann. Legen wir also für einen kurzen Moment unser neidisches Nichtsgönner-Mindset ab und tauchen wir ein ins glamouröse Haifischbecken der High-Performing-BWL-Studenten. Gut, also wenn Sie jetzt... Meine Religion, Kapitalismus. Für die zukünftigen Business Angels und High Performer unter euch, ihr wisst, dass ihr euer Geld bei euch behalten solltet, weil mehr ist mehr und viel ist viel. Wenn ihr aber dennoch ab und zu mal online einkauft, haben wir einen ganz besonderen Spartipp für euch. Der Sponsor des heutigen Videos ist nämlich Shoop. Shoop ist Deutschlands führendes Cashback-Portal, mit dem man bares Geld sparen kann. Bei jedem Einkauf über das Portal wird dir nämlich ein bestimmter Betrag gutgeschrieben. Den kannst du dir bereits ab einem Euro auszahlen lassen. Es gibt zum Beispiel einige attraktive Angebote von Ökostromanbietern. Außerdem gibt es Cashback-Aktionen von Mediamarkt, Saturn und Lieferando. Am 21. November beginnt die Black Week auf Shoop mit vielen weiteren Angeboten. Wenn ihr euch den Cashback-Assistenten für den Browser installiert, wird euch bei Shops jeweils direkt angezeigt, ob ihr Geld sparen könnt. Bei den vielen Partnern sind auch welche dabei, bei denen wir nicht einkaufen würden, zum Beispiel Fast-Fashion-Anbieter. Überlegt euch deshalb bitte immer vorher, ob ihr das jeweilige Unternehmen unterstützen wollt oder nicht. Die Anmeldung bei Shoop ist kostenlos. Wer sich über den Link in der Beschreibung registriert, bekommt 10 Euro extra Cashback beim ersten Einkauf. Ihr wisst ja, Flirtcoaches sind eigentlich die wahren Helden der Coaching-Szene, weil weiche Männer bekanntlich Single bleiben. Weil sich Frauen einen starken Mann an ihrer Seite wünschen, der sie, surprise, auch körperlich beschützen kann. Aber zu einem Leben als maskuliner High-Performer gehört natürlich mehr als nur Frauen zu verstehen, zu verführen und zu behalten. Man braucht auch jede Menge Cash. Und der sicherste Weg zu Cash ist bekanntlich das 1er-Abi, dann das BWL-Studium an einer Top-Uni. Sieht man das? Ja. Dabei natürlich so viele Praktika wie möglich absolvieren. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann straight zu einer Top-Unternehmensberatung oder ins IB. IB steht für Investment Banking. Und David hier, nein, das bin nicht ich, hilft Schülern und BWL-Studenten per TikTok ihre Ziele zu erreichen. Erstmal nicht schlecht. Es gibt natürlich auch viele gute Gründe, um High-Performer im Studium zu werden. Einer sticht dabei heraus. Es gibt manche Player, da bekommst du dann all-in irgendwie 150, 160, 170k zum Berufseinstieg bereits. Also bei all-in irgendwie 150, 160, 170k lohnt es sich halt schon, sein Bestes im Studium zu geben. Geld als quasi intrinsischer Motivationsfaktor gehört zu einem gesunden Mindset halt einfach dazu. Bei wem das nicht so ist, ja, der ist halt einfach ultimativ nicht dafür gemacht und hat nicht das nötige Zeug, um im Investmentbanking oder der Top-Beratung zu landen. Und es sind halt auch einfach Haifischbecken, diese Branchen, ja, und das ist halt eine Sache, was viele Leute nicht verstehen. Die denken, das ist alles lustig, alles voll entspannt, irgendwie im Investmentbanking zu arbeiten, in der Strategieberatung zu arbeiten, aber so ist es halt einfach nicht und viele Leute sind einfach auch nicht dafür gemacht. Okay, dass 100-Stunden-Wochen im Investmentbanking nicht pure Entspannung sind, wer hätte es gedacht? Aber was, wenn einen das nicht abschreckt? Wenn man trotzdem alles im BWL-Studium geben will, um später gemeinsam mit den anderen Haien zu den Top-Verdienern zu gehören? Naja, für diejenigen hat David die passenden Tipps. Und die sind teilweise halt schon ziemlich witzig. Als BWL-Student sind das persönliche Auftreten und die äußere Erscheinung natürlich absolute Prioritäten. Entsprechend bietet David Outfit-Checks an und erklärt zum Beispiel, wie man blau kombiniert. Eine Empfehlung ist natürlich Jeans. Kann man machen, muss man aber nicht. Blauer Half-Zip von Ralph Lauren, blaues Ziffernblatt auf der Uhr und blauer Reiter
auf dem weißen Hemd. Wer wirklich reich ist, hat natürlich eigentlich gar keine Logos auf seinen Klamotten. Der Reiter zieht sich trotzdem durch den ganzen Content, egal ob es um Fehler geht. Also ein bekanntes Missgeschick ist es ja auch, ohne Ralph Lauren in eine BWL-Vorlesung zu gehen. Um Dresscodes bei seinen Fantreffen. Ist der Reiter Pflicht bei euren Meet and Greets? Oder um die Aussprache der Reitermarke geht. Die Marke mit dem Reiter spricht man als BWLer Ralph Lauren aus. Es gibt aber auch coole TikTok-Montagen, Ausschnitte von seinen Reden vor Publikum und krasse Shots von der Dachterrasse seines Büros mit einem ganz tollen Blick über die Frankfurter Skyline. Man merke sich, wahre High-Performer arbeiten immer und von überall und vor allem intensiv. Da können Bildschirm und Tastatur schon mal etwas verkleben. Doch das Steckenpferd von David ist natürlich Motivation. Zum einen lebt er seinen Followern das Highlife authentisch vor. Du musst dich ja nur ein paar Jahre im Studium anstrengen und dann kannst du direkt ein viel, viel besseres Leben haben. Versus, du strengst dich im Studium nicht an und musst dann richtig lange buckeln. Genauso sieht die Morgenroutine bei Jonas und mir übrigens auch aus. Partyboot, laute Musik und Champagner aus Plastikgläsern, die für sich sprechen und förmlich schreien, wie reich man sich doch fühlt. David weiß natürlich auch, woran es liegt, wenn ambitionierte BWL-Studenten mal scheitern. Entweder bist du dumm, arrogant oder einfach nur faul. Da hat er sich in seiner Rhetorik tatsächlich was vom absoluten Opinion-Leader, was beschränkte Meinungen angeht, abgeschaut. Andrew Tate war ein Internetphänomen, das sich vergangenen Sommer unter anderem durch etliche frauenverachtende Kommentare selbst begraben hat. Um sein dubioses Coaching-Programm zu verkaufen, hat er über Menschen ohne Geld Folgendes gesagt. You're either arrogant, lazy or stupid. You can decide which one you want to be. Maybe you're a mixture of all three, but you are. If you're not arrogant, lazy or stupid, if you're prepared to do the work and you're prepared to humble yourself and obey and listen, you can join HU and you're guaranteed to make money. Yikes. Davids Videos sind natürlich viel harmloser. Aber er nutzt in seinen Ansprachen auch immer wieder ganz komische Szenarien und Feindbilder. Der größte Gegner der High-Performer-BWL-Studenten ist nämlich der Mensch. Cinematografisch sind die Clips absolut klasse. Achtet mal drauf, David kommt richtig gut auf dem epischen Beat. Auch cooles BWL-Outfit mal wieder. Ich hoffe nur, der Reiter versteckt sich unter dem Strickpullover. Das Problem ist, dass halt der Mainstream den Leuten immer solche Sachen verklickern möchte über das Studium, die quasi für den Mainstream gelten, wie zum Beispiel, du musst das Studium voll genießen. Bro, wo hängt's denn? Warum muss man denn so tun, als wären High-Performer das erklärte Angriffsziel von Mainstream-Durchschnittsleuten, die das Studium genießen wollen? Entsprechend verwirrt sind auch viele Trolle in den Kommentaren. David wird nämlich immer wieder gefragt, unter welchen Umständen Investmentbanking noch möglich ist. Schaue TikToks, in Klammern Mainstream. IB noch möglich? Bis jetzt nur in der 5. Klassensprecher. IB noch möglich? In Clash Royale alle Türme kaputt. IB noch möglich? Dass es dann so die, sag ich mal, Durchschnittsleute gibt, die sich dann so über dich lustig machen, die sagen, ey, du musst dein Studentenleben genießen. Natürlich sollte man sich nicht über Leute lustig machen, die vielleicht viel lernen. Und klar sollte man sich im Studium nicht negativ beeinflussen lassen von niemandem. Aber was ist denn so schlimm an Ratschlägen, die in die Richtung gehen, dass man vielleicht mal etwas runterfahren sollte? Und das sind alles Tipps, die dafür gelten, wenn du danach halt einen 0815-Job bekommen möchtest. Aber wenn du danach einen Top 0,1%-Job bekommen möchtest, dann musst du halt diese Mainstream-Tipps ignorieren. Buckelnde Durchschnittsleute mit zukünftig garantierten Mainstream-0815-Jobs sind die Feinde eines jeden High-Performers und ziehen einen nur runter. Sich erstmal zurechtzufinden und sein Studium auch teilweise zu genießen, ist mit richtigem Erfolg 150, 160, 170k wohl irgendwie nicht zu vereinbaren. Einigen gefällt diese Art der Motivation bestimmt. Ab und zu ist es vielleicht auch einfach mal nötig, alles auszublenden, auf Partys und Freunde zu verzichten und einfach nur zielgerichtet zu grinden. Bestimmt landen viele durch die Tipps von David und seinem Team auch supergeile Praktika und ganz tolle, gut bezahlte Jobs. Aber bei dem Content schwingt auch immer eine Prise, wir, die reichen Erfolgreichen, gegen sie, der buckelnde Durchschnitt mit. Teilweise ist das safe nur ironisch gemeint und sehr unterhaltsam verpackt und ich bin mir sicher, dass der Content genau deshalb auch so gut auf TikTok funktioniert. Aber ist das wirklich die Message, die man seinen jungen Zuschauern mitgeben will? Die vielleicht sowieso schon unter extrem viel Druck und Existenzängsten leiden? Oder ist es einfach nur ein guter Weg, um sein eigenes Elite-Coaching-Programm, das zwischen 3.000 und 7.000 Euro kostet, zu bewerben? Wer mehr dazu wissen will, wir haben euch ein paar interessante Artikel verlinkt, die Davids Geschäftsmodell genauer beschreiben. Ich glaube, selbstironischer Motivationscontent, maßgeschneidert auf bestimmte Studiengänge, hat viel Potenzial. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was man sich dazu noch so geben könnte.
Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Feiert gut, außer wenn ihr Strickjacken mit dem Reiter tragt, dann bleibt lieber in der Bib. Case closed. I shed so many tears that my tear dots turn red. Now that he my glowing, flowing, keeping vampires fed. They wanted to jam me in, lock me up and throw away the key. A pack of hyenas, he laughing at me. They took many shortcuts by backstabbing me. If I don't get out they grip, then these vultures won't dip. I ain't afraid to die and fly off to